bayerische Tradition, fesche Burm, fesche Mädels. So we're here to drink, drink, drink. Das ist ein einziges Gewusel. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ich freue mich. Und dann ist halt so ein Adrenalinkick dann da. Hier bitte lächeln. Oh, und hier. Klasse, danke. Also heute möchte jeder die Schönste sein. Ja, heute Abend geht's zum legendären Almauftrieb. Da guckt jeder auf Styling, da guckt jeder auf das Dirndl. Und da sind die Frauen dann auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben für so einen Abend. Mein Name ist Natascha Grün und ich habe einen Dirndl- und Kleiderverleih für schöne Abendkleider und Dirndl für die Wiesen. Jetzt muss ich das Ganze hier auf Instagram stellen, weil man muss natürlich die Leute, die jetzt Dirndlleihen, informiert halten. Der Almauftrieb ist tatsächlich das Event des Jahres. Ja. Viele Bayern-Spieler sind da, viele Schauspielerinnen, Moderatorinnen, also so, die man in Bunte und Gala so sieht. Ich bin bei den Schwurplattlern und ich freue mich drauf. Ich bereite mich heute vor für einen Auftritt auf der Euderwiesen. Ich heiße Kilviso Meireles. Ich komme ursprünglich aus Brasilien. Ich bin seit 6 Jahren in Deutschland. Finde ich wieder cool. Hi. Hallo. Am Herzen bin ich mehr oder weniger schon ein Bayer. Ich liebe es, mich morgens fertig zu machen, die Haare zu stylen, das Make-up aufzusetzen. Oh, jetzt habe ich dich voll gemacht. Mit Make-up. Ja, selber schuld, ne? Geht! Ich liebe Achterbahn, ich liebe Freizeitpark. Ich habe überall fast eine Jahreskarte im Freizeitpark. Auf Wiedersehen! Und ich liebe das hier einfach. Schon teuer. Ja, aber ja, man zahlt schon irgendwie. Also für Schüler ist das schon ziemlich hoch. Wie viel ich ausgeben werde? Gute Frage. Ich glaube eher nicht so viel, aber ich habe meinen Mann dabei. Ich habe den Preis gesehen und das war schon heftig. Aber dann habe ich die Menschen gesehen, ich habe mein Bier getrunken und alles war gut. Junger Mann, was willst du? Ein kleines habe ich noch. Danke. Ja. Das packst du schon, Große. So ist es nicht, du bist ja keine Lilliputana. Mein Name ist Elfriede Grimmel, bin seit 58 Jahren auf der Wiesn und bin 77 Jahre. Meine Mutter hat das schon gemacht. Meine Mutter war nach dem Krieg die erste Brezenfrau noch, oder einer der ersten Brezenfrauen. Ich kenne das von Kindertagen her. Und irgendwann habe ich das einmal übernommen, 65. Und seitdem mache ich jedes Jahr. Ist es auch teurer geworden? Aber hallo. Aber ja doch. Aber wie? Die Brezen hat angefangen, 1,25 Mark, dann einmal 1,50 Mark, dann 1,75 Mark. Dann kam der Euro und jetzt haben wir halt diese Steigerung. Kann man davon leben? Nein, aber Spaß macht. Davor nicht zu wissen, was gleich passiert, weil ich die Achterbahn ja auch so nicht kenne. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und dann passiert es einfach. Und dann ist halt so ein Adrenalinkick dann da. Und das ist halt mega, mega cool. Und wenn ich dann noch Freunde mit dabei habe, die mir so ein bisschen das Händchen halten oder mal die Schuhe halten oder die Haare oder weiß was ich was. Oh Gott. Fahren wir zu zweit und fahren wir einzeln. Ciao, es war schön mit dir. Lass die Prada-Brille bitte hier. Ich selber würde, glaube ich, so 150 bis 200 Euro ausgeben. Mit der Gruppe von 4 Köpfen bis zu knapp 100.000 Euro. Ich verpulver alles mit den Fahrgeschäften. Was kriegst du? 5, gell? Danke. Das ist gut für den Kreislauf. Die
sind sogar noch warm. Ich liebe Schokofrüchte, Popcorn, vegane Bratwurst und dann geht es natürlich an die Fahrgeschäfte. Dann spielt Geld für mich an dem Tag keine Rolle. Bei dir? Ja, einfach machen und nicht überlegen. Ich mache eine Ausbildung für Erzieher, verdient man nicht so viel, also zwischen 800 und 900 Euro. Das Händel könnte ich mir noch leisten, also ich muss wirklich aufpassen damit. Wenn ich mehr sozusagen Spaß auf Oktoberfest haben will, dann muss ich mir immer Gedanken überlegen, vor allem, dass ich nicht mehr leisten kann. Hierher privat zu kommen, wenn in der Zeit von der Wiese einmal, weil das ein bisschen salzig wird. Teuer kostet so ein Lebkuchen? 25. Mit 20. Also ich komme aus Brasilien. Ich würde gerne irgendwas für meine Mutter schicken. Ach so, ja, kann ich ganz beschaffen lassen. Also das ist die kleinste Größe. Also gibt es verschiedene Größe. 25, 35, 55, ganz groß. 85. 25. Okay. Vielen Dank. Bitte. Wenn man sich überlegen muss, ein Lebkuchenherz zu kaufen, würde ich gerne kaufen, meine Mutter nach Brasilien zu schicken. Für 35 Euro ist es schon ein bisschen, ja, teuer. Meine jungen Freunde, die mich so jung halten. Das sind meine Freunde und vielleicht meine innere Einstellung zum Leben. Meine Freunde kommen alle, wir sitzen gestern Nachmittag, wie es geregnet hat, sind wir da in der Hütte gesessen und haben eine Flasche Prosecco aufgemacht und das war toll. Und immer das Beste draus machen, immer das Beste. Und am besten geht's mit Lachen. Jetzt stoßen wir das erste Mal hier richtig an. Ja, wir sind hier fast eine Gruppe von 10 Leuten, haben den besten Platz hier im Marstallzelt und ich muss sagen, die Stimmung ist richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, Grüßterchen. Heute auch schon den Champagner am Tisch, da haben wir auch ein Glas mitgetrunken. Der ist nur leider schon leer. Ich habe Kalbsbackerl gegessen, die anderen haben Enten gegessen. Einfach mega, mega schön. Und dass die Stimmung genauso bleibt, besser kann sie gar nicht mehr werden, um ehrlich zu sein. Die ist ja on fire. Ja, der ist einer, guck mal, am Samstag, der hat dich so einen Bauch. Der hing ihm aus der Hose und das T-Shirt ging ja bis daher und da unten hast du die ganze Fleischflappe gesehen. Ich weiß es nicht, haben sie den vergessen zum Schlachten oder haben sie da was, irgendwas, das kann nicht sein. So kann man doch nicht rausgehen. Ich schau mir doch um, wenn ich gehe. Himmelarsch, ich verstehe das immer nicht. Flaschen? Ja, Flaschen. Ach so. Oh, ja, ja, ja. Ah, Sie sammeln Flaschen? Ja. Schön. Akzent. Muss kaufen, essen, trinken, alles. Türke, alles.
Es ist billiger davor, sich eine halbe reinzustellen, als sich auf der Wiese zu trinken. Das Mass. Wir trinken jetzt schon vor, damit wir Geld in der Wiesen sparen. Also wir kennen schon einige, die da vorglühen, was halt auf der Wiesen eben so teuer ist. Und da spart man sich einiges an Geld, genau. Ich denke, mir tut's nicht weh und die Obdachlosen können mich auch. Ich habe kein Geld, ungehend. Ich habe kein Geld. Wann habe ich Geld? Ich gehe mal bei einem Dorffest. Dann trinken, so, machen Tanz, aber kein Geld. Kein Geld. Wie viele tragen hier dein Dirndl? Also alles, was glitzert, ist quasi von Dresscode. Weil das ist natürlich genau das Event. Ja, die Frauen wollen glänzen, wollen irgendwie Spitze haben und tolle Blumen und ja, auffallen. Und darum geht es heute Abend, glaube ich. Sehr schön. Das ist eine der hochkarätigen Auftaktveranstaltungen. Die hast du schon hochartig gehabt. Ein Käfer ist immer gut, gerade am ersten Wochenende ist besonders wichtig. Und am Almauftrieb ist eigentlich legendär, muss man echt sagen. Es war schon Barbara Becker da, die Barbara Meyer, die Franziska Knuppe. Also ich glaube, heute Abend sind ganz schön viele da. Mal gucken, wo die Bayern-Spieler noch so sind. Ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe, die ich gerne mag. Die anderen ignoriere ich. Ich finde, das ist fast schon ein Ritual geworden. Es ist natürlich sehr glamourös und sehr viel und wild und alles. Es macht aber immer Spaß. Na, Mensch, ihr hier. Und es ist halt einfach wie so ein riesengroßes Klassentreffen. Die Medien stürzen sich natürlich gerade auf die Promis und deswegen sieht es so viel aus. Eine Kundin von mir. Wow, komm mal. Wow. Du hast das ja noch mal richtig aufgewimmt. Ja. Danke dir. Viel Spaß. Na? Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Aber ich habe gesehen, deine Kleider auf Instagram sind drauf. Oder mit Ballons? Ja, ich komme mir auch davor. Okay. Man muss halt arbeiten, das ist halt. Man muss sich natürlich gucken, dass die Dirndl wieder an den Mann bekommt. Und das ist natürlich extrem wichtig. Ich müsste eigentlich nur auf den Event sein und mich darum kümmern. Also deswegen, jetzt habe ich allen Hallo gesagt und wir haben ihnen Bilder gemacht. Jetzt essen wir und dann haben wir hier auch mit unseren Freunden Spaß. Bevor ich hier nach München umgezogen bin, wollte ich das unbedingt machen, weil Tanz habe ich schon Blut. Prost. Schuhplatten, das war etwas, was ich mir nie vorgestellt habe. Ich hatte es wieder immer so schwierig, wie man das sieht, aber für mich war tatsächlich nicht. Ja, das kann ich. Genau, das ist diese Änderung. Staatstiroler Mühlrade. Okay. In ein paar Minuten geht's los. Der Musiker ist schon auf der Bühne und ja, ich freue mich. Kommt mal so ein bisschen rüber, damit wir. Es ist schon ein bisschen anstrengend, ja, weil man muss trotzdem dabei lachen und konzentriert sein, damit man nicht was falsch macht. Außer, dass meine Socke irgendwie runtergeschützt hat, aber trotzdem war super. Ich glaube, das habe ich eine gute Belastung gemacht. Jetzt haben wir mal wieder die Tradition in Eule Wiesen reingespult. Super gar. Ich finde es immer wieder toll, die anzuschauen. Jetzt trinken wir noch ein bisschen und später gibt es auf jeden Fall mehr.
Grüß Gott. Dir noch eine Breze. Danke. Die letzte. Die allerletzte. Ja, die allerletzte. Die letzte Breze erwischt. Ja. Du kannst es ja auch mal 16 Tage machen. Und dann frage ich dich auch, wie es dir geht. Tun dir die Füße weh? Hast du Kopfweh oder hast du gut geschlafen? Das sage ich dann auch zu dir. Du brauchst gar nicht so grinsen. Nächstes Mal machst das du, gell? Die ersten Tage ist man schon mal froh, wenn es vorbei ist, aber dann geht es wieder mit Vollfreude los. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich komme wieder. Ciao!